Hallo Leute, auf Wunsch eines Zuschauers mache ich hier ein Video über Karl Marx. Nun, Karl Marx ist ja nicht nur Philosoph, sondern auch Politiker. Und die Beschäftigung mit Marx hat eine unendliche Geschichte gefühlt. Und da gibt es tonnenweise Literatur und Positionen, Gegenpositionen, Kritik an Positionen und so weiter, Gegenkritik. Also ich kann mich jetzt nicht auf den Marxismus einlassen und irgendwas über den Marxismus, da wird man nicht mehr fertig. Also Marxismus ist ein uferloses Feld. Worum es in diesem Video geht und wofür ich mich entschieden habe, war, jetzt einmal einen kleinen Teil von Karl Marx zu nehmen und den Kern davon zu erklären. Natürlich einen philosophischen Teil und nicht die ganze Ökonomielehre, das passt ja auch nicht in die Philosophie. Und in diesem Video soll es gehen um den historischen Materialismus, Histomat von Karl Marx. Also praktisch die Geschichtsphilosophie von Karl Marx. Und da will ich den Kern erklären, ohne jetzt in eine umfangreiche Kritik einsteigen zu wollen, sondern einfach nur zu sagen, wie meinte das Karl Marx? Ich glaube, so kann ich es einigermaßen eingrenzen, denn wie gesagt, sonst wird es uferlos. Karl Marx ist ja ein Feld extremst umstritten, wo es auch heute noch Marx-Apologeten gibt und Hasser gibt, die dann ellenlose Kommentare schreiben können. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Nun, was ist der historische Materialismus? Was ist die Geschichtsphilosophie von Karl Marx? Nun, Karl Marx grenzt sich im Grunde ab von Hegel. Ich rede jetzt aus der Sicht von Karl Marx, nicht jetzt, was Hegel wirklich sah, also aus der Sicht von Karl Marx. Nach Karl Marx war Hegel ein Philosoph, für den die Ideen die Welt bestimmten. Die Ideen standen am Anfang und die Idee formt die Welt. Die Ideen sind das, was sozusagen die Welt schafft. Karl Marx sozusagen dreht Hegel um, platt gesagt, und sagt, nicht die Ideen schaffen die materiellen Verhältnisse, sondern die materiellen Verhältnisse schaffen die Ideen. Das heißt, unser Sein, der legendäre Spruch, unser Sein bestimmt das Bewusstsein. Wir werden bestimmt von dem, wie die Welt ist. Nicht wir bestimmen frei die Welt, sondern die Welt bestimmt uns und wir reagieren darauf und wir, sozusagen die Ideen entstehen im Grunde in Reaktion auf die materiellen Verhältnisse, auf die Lage, wie die Welt ist. Das ist so im Prinzip seine Sicht. Er geht dann historisch durch, von den Urgesellschaften, über die ganzen Gesellschaftsstrukturen, Antike, Feudalgesellschaft, Bourgeoise, Industriegesellschaft, der Bourgeois ist der Bürger, die Bourgeoisie, die industrielle Bürgergesellschaft. Und in diesen Linien zeigt überall auf, was zeichnen diese Gesellschaften aus. Und sozusagen dann soll die Revolution kommen und über den Sozialismus und Kommunismus weiterführen. Also auch eine Prophetie. Das gehört mir auch dazu, zum historischen Materialismus nicht eine Geschichtsphilosophie in Richtung Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch dieses historischen Materialismus. Und für ihn sind das wie Naturgesetze, eine geschichtliche Gesetzmäßigkeit, durch die sozioökonomischen Widersprüche, die sozioökonomischen Widersprüche sind eine der Kräfte, die die Geschichte lenken und die Einheit und der Kampf der Gegensätze. Das sind die beiden Punkte. Und das zeigt eben, dass diese, sozusagen, diese Geschichtssicht nicht starr ist. Also nicht so, dass wir einfach materielle Verhältnisse haben und die bestimmen einfach uns fertig, sondern die materiellen Verhältnisse entwickeln sich auch weiter. Eben durch sozioökonomische Widersprüche und da auch wieder das legendäre hegelianische Kampf und Einheit der Gegensätze. Gegensätze kämpfen, bilden wieder eine Einheit, Kampf, Widersprüche und so durch diesen
Prozess des Werdens verändern sich die Verhältnisse und damit auch unser Denken. Aber auch unser Denken natürlich strahlt zurück auch auf die Verhältnisse. Das heißt, es ist ein dialektischer Prozess. Nichts Einseitiges. So, das ist grundsätzlich mal erklärt, was meint historischer Materialismus bei Karl Marx, rein aus der Sicht von Karl Marx erklärt. Und jetzt sag mal, ohne umfassende Einordnung, Kritik, um was Hegel eigentlich wirklich meinte und so weiter, denn dann wird es uferlos. Das geht nicht anders. Aber ich glaube, der Kern wurde verständlich und das sollte man auch, wenn heute der Marxismus keine Großideologie mehr ist, sowas sollte man eigentlich schon mal gehört haben und worum es sich dabei dreht, mal grundsätzlich mal verstanden haben. Die marxische Geschichtsphilosophie. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen deutlich erklären. Im Kern, wie gesagt, nochmal wiederholt, Fragen gerne im Kommentarbereich des Videos, aber bitte nicht zum Marxismus an sich. Ihr könnt gerne auch debattieren, Marxismus war oder falsch, aber daran werde ich mich nicht beteiligen, denn dann steigt man ein in eine unendliche Debatte, wer wie wo was mal gesagt hat und wer wie wo da mal Kritik geübt hat. Es ging aber wirklich hier nur darum, den Kern mal zu erklären und das auch mal so stehen zu lassen. Ist ja auch mal in Ordnung. Ich freue mich über Likes das Video, wenn es euch gefallen hat und was gebracht hat, über Abonnements für den Kanal und sage, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.